Moin, YouTube, hier ist euer Kampfschmuser zu einer Spezialfolge meiner Pack Openings. Okay, sind eigentlich immer alle Spezialfolgen irgendwie. Aber ja, warum ich mir diesmal 20 Euro gegönnt habe, ganz einfach. Der Schmuser ist 30 Jahre alt heute geworden. Hat gesagt, komm, mach mal ein kleines Geburtstagspack Opening. Und ich habe dazu da ein paar Abonnenten eingeladen und heute sind sie zahlreich erschienen. Und deswegen fangen wir direkt mit der Begrüßungsrunde an. Wir fangen von, ja, machen wir mal von unten nach oben, ne, damit die nicht denken hier, ne. So, fangen wir an mit den Julian, grüß dich. Ja, moin. Alles fit? Ja. Motiviert zu später Stunde. Ja. Ja, sicher doch. Dann haben wir den David noch dabei. Ja, hallo. Schmuser nochmal, alles Gute von mir. Jo, danke, danke. Wenn mich FIFA jetzt auch beschenkt, dann bin ich glücklich. Ja, dann haben wir den Sebi noch. Ja, hallo. Auch bei dir alles Roger. Natürlich. Auch in Kambodscha. Ja, klar, immer. Tja, dann den Pascal. Servus. Ja, ich frag nicht mal, ob bei dir alles rutscht, bei dir ist eh alles klar, ne? Ja, ja. Wer was zu jammern hat, der meldet sich. Dann haben wir Noel noch. Hi, ja. Den Noah. Moin. Den Leon. Jo, Tachchen. Meine Pack-Opening-Hure, den Arben. Nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Okay, und als letztes noch den Fabi. Hallo, schöne Grüße aus dem Osten. Schöne Grüße zurück. Bei dir auch das Wetter so kalt, ja, aber von euch kommt da jetzt scheiß kalte Luft, ne? Könnt ihr nicht bei der Mauer wieder aufbauen, ja, dass die kalte, ja, Luft bei euch? So. Okay, das war wieder ein bisschen doof. Nein, Quatsch. Okay, wir fangen direkt an. Wir wollen 7 Packs jetzt erstmal öffnen für unsere erste Folge. Wir nehmen gleich noch eine zweite auf. Und ja, einfach mal schön Daumen drücken, ne? Ich hoffe, ihr habt alles gutes Bild und seht jetzt, dass ich. Ja, wem geht's eigentlich Abend momentan so? Boah, da fragst du mich was. Ja, einmal diesen Hugo Loris, Löris, Möris, keine Ahnung. Schweinsteiger. Der Schweinereitende und wen gibt's noch? Pascal? Pucki. Higuain. Genau, Pucki von Schalke gibt's auch, ne? Jo. Und Verfahren. Und hier, also eigentlich gibt's gar nicht so schlecht das Team der Woche, glaube ich. Ja, Jonathan Pietreuper auch. Es gibt Eto. Es gibt auch noch Eto. Ja, und wenn du Pietreuper ziehst, krieg ich den von dir. Zieh sie alle. Geil. Brauch ein paar Coins von daher. Oh, das war unaussprechlich. Alter, leck mich im Arsch. Qualiarella. Kaum Quappe oder so. Qualiarella. Alter, wie heißt der denn? Wer den fehlerfrei ausspricht? Petric. Wie heißt der? Qualiarella. Fabio. Alter. Aber 4-4-2 kriegst du wohl raus. Nein, okay. Nee, schon wieder abstoßen. Dortmund-Wappen. Abstoßen. Nee, schon wieder. Abstoßen. Dortmund-Wappen. Oh. Wie er heißt, so sieht er aus. Oh, wie geil. Ah, das, du ist nicht. Das ist ja quasi schon ein Geburtstagsgeschenk für mich jetzt hier, ne? Also. Du willst nicht. Und ich weiß, dass jetzt einige hier im TS jetzt weinen werden. Pascal! Nee, sofort abtun. Ihr könnt mir ja mehr bieten, ne? Also. Ich bitte dir 10.000! Nee, Spaß. Ich hab's schon. Weg ist es. Weg ist es. Oh. So, das Spielertraining, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da kriegen wir nicht ein paar Coins für. Ach was, das kriegt man verkauft? Ja, das kriegt man verkauft, ja. Ja, spielermäßig war jetzt hier nichts wert. Was ist denn hier dieser komische Kaulquappe da? Was ist denn die wert? Kaulquappe. Der Experte Arben muss das doch wissen. Arben, was ist die Kaulquappe wert? 2,5 oder so. Ja, Petrus ist auf jeden Fall nichts wert. Vermeer ist auch nichts wert. Petrus ist Parker auch nichts. Oh, Parker weiß ich nicht. Parker könnte. Jo, ja, da tue ich erstmal einen Verein rein. Kostet ja nichts, ne? Ist ja kein Problem. Hauen wir direkt auf den Tauschstapel. Ach komm, hauen wir direkt auf den Tauschstapel drauf. Warum listest du es? Oh, ich krieg das Wort nicht raus. Listen heißt das Wort. Listen. Nein, listest du es nicht direkt. Ist auch, listet es auch nicht. Ja, dauert jetzt mir alles zu lang, weißt du? Ja, ja. Kommt die Moralhinweise auch noch mitten in das Stadion auf, weil auf Stadion stehe ich, ja? Und ich wundere, dass ich noch nicht alle habe. Aber irgendwann werde ich sie alle haben, ja. Und die Scheiße können wir hier abstoßen. Er wird sie alle haben, wenn FIFA 14 rausgekommen ist. Genau, genau. Irgendeiner meiner Gäste hier in letzter Zeit was Tolles gezogen? Nö. Ja, klar. Ja, was denn? In Form Aubameyang ist so ein bisschen länger her. Okay. Aber das war schon mitten um 12 Uhr. Ach doch, Sergio Ramos habe ich gezogen. Cole, denk mal Ashley. 14k. Von Liverpool. Nee, ist nee, doch nicht Ashley. Nicht. Ist natürlich nicht Ashley Cole, ist aber klar. Ja, aber der Silberspieler ist was wert. Trolling auf höchstem Niveau, ne? Aranda ist was wert. Oh nee, doch nicht. Sieht mir also nicht so aus, ob der Oberhund was wert wäre. Ich hab verwechselt mit Arabi, heißt der, glaube ich.
irgendwie hier aus, so ein bisschen wie so der komische Hauptdarsteller hier von Hooligans Teil 2, weißt du? Also. Was haben wir denn hier? 4-3-2-1, ja, die Formation spiele ich ja aktuell. Allerdings brauche ich keine Karte. Aber guck mal hier, ein Geburtstagsgeschenk für mich. Und es wird nicht abgestoßen, nein, oh. Es kommt fein oh. auf den Tauschstapel. Ihr braucht hier gar keine Hoffnung haben oder so. Ja, eine Fitnesskarte, die kriegen wir auch für 1500, 2000 weg. Managervertragskarten brauche ich aktuell. Ich brauche nämlich keine mehr. So, und der Rest kann hier, glaube ich, wieder alles weg, ne? Randa wird nichts wert sein, da brauche ich mir gar nicht nachgucken. Ja, der Code ist der falsche. Und er ist auch nichts wert. Der kann nur schön grinsen. Immerhin etwas. Immerhin etwas, ja. So. Ja, kommen wir da einfach mal, während ich das nächste Pack hier öffne, mal zum aktuellen, echten Fußballgeschehen. WM 2014, hat Deutschland eine Chance? Nee. Wenn Neuer im Tor steht, nicht. Wollte ich gerade sagen. Also realistisch gesehen, ich muss auch recht geben. Also realistisch gesehen ist Deutschland immer ein Favorit auf den Titel sozusagen, also. Ja, aber dann scheint meistens. Na klar, in den wichtigen Spielen wie in den letzten Jahren, entweder 2008 im Finale gegen Spanien, 2010 gegen Spanien im Halbfinale 1-0 verloren mit Pech, dann letztes Jahr gegen Italien 2-0 verloren, wo Italien natürlich besser war als Deutschland, das muss man wirklich sagen. Ja klar, sie haben immer Aussätze im Halbfinale, aber sie sind jetzt schon älter wieder mal, 2 Jahre älter, 3 Jahre älter sogar, oder vier. Und ja, also ich denke mal, das Team wird noch besser sein als in den letzten Jahren. Sie werden auch nicht mehr so viele Fehler machen, wie jetzt zum Beispiel letztens gegen Italien und gegen Spanien und so. Ich denke mal, daraus lernen sie. Mhm. Ja, naja, also naja, aber wenn man Weltklasse. Aber ich das so sagen, wenn ich das so sagen darf, wenn ich richtig, also wenn die es schaffen als Favorit, sehe ich Frankreich. Auf jeden Fall unglaublich junge Spieler, Jupp. Die auf höchstem Niveau spielen. Wenn ich mir Paul Pogba angucke, Blaise Matuidi, wenn ich mir die Innenverteidigung angucke mit Sakho, das ist unglaublich. Und Torwart Hugo Lloris sowieso. Und wenn Benzema anfängt, Tore zu schießen, dann kann ich mir Frankreich auch ziemlich weit vorne vorstellen, ja, auf jeden Fall. Aber dann darfst du noch mal was zu sagen, die sind ja in der Gruppe mit Spanien. Und ja, das ist ja auch nur ein Platz weiterzukommen. Ja, aber die werden den Playoffs niemals rausfliegen, die sind viel zu stark. Ja, die hätten auch gestern gegen Spanien ruhig gewinnen können. Ja. Fürs letzte Mal hatten die gegen Irland auch schon Probleme, also. Bei Pfosten. Oh. Ja, aber das war für die EM-Qualifikation. War das gerade Shahin? Oh klar, jetzt, weißt du, gestern war er in Form. Gestern, nur vor ein paar Stunden noch. Und ich habe noch gestern gekauft. Alter Schwede. Oh Mann, ey. Ja. Oh Mann. Schmuser. Was ist das denn? Schmuser, weißt du, wie man das nennt? Das nennt man E8. Das nennt man E8, auf jeden Fall. Ja, das sagen die englischen Kommentatoren immer. Du wurdest sowas von E8. Also, das ist bitter. Oh Mann. Übrigens, meiner Meinung mal, also ich glaube schon, dass Deutschland einer der Top-Favoriten auf dem Titel sind. Weil ich guckte einfach mal, wie die Fußball spielen. Die spielen traumhaft. Ich habe gestern die erste Halbzeit, war da wieder unglaublich. Also die war doch. Und wir hätten gestern 8-0 gewinnen können, wenn wir nicht 6-mal den Pfosten getroffen hätten und die Latte, das war. Das ist es aber eben, die Chanceverwertung. Die Chanceverwertung muss ja eben besser werden, aber sie wird auch irgendwie immer besser. Also, auch bei Frankreich. Und das Team reift ja auch, guck mal, das hat ja schon alles mitgemacht. Ich meine, guck mal, selbst das gegen Schweden, ich meine, das haben sie verdaut, weißt du? Und das war ja wirklich krass. Ja, von Neuer. Wer ist er denn? Hat Neuer gepatzt. Sieht aus wie ein Drogendealer. Das liegt aber auch daran, mit Neuer, denke ich mal, der hat ja nichts mehr zu halten bei Bayern. Also der kommt ja von total aus der Form raus. Ja, aber wenn was kommt, hält er es nicht. Obwohl dieser eine Freistoß gegen Wolfsburg. Ja, Schmuser. Aber das, was gegen Deutschland passiert ist, ne, das darf doch. Da hätte er den Ball einfach ja, man kritisiert immer Neuer und sowas halt, aber man muss auch einfach gucken, natürlich haben die Bayern eine krasse Abwehr und gar keine Ahnung, ja. Aber, ich meine, guckt euch an, wie viele Tore sie in der ganzen Saison bis jetzt kassiert haben. Also, ja, aber ein Fliegenfänger kann er trotzdem nicht sein, also. Ja, aber guck mal, wenn du musst dir mal alle Gegentore angucken, also ich kann dir versprechen, dass 80% davon Fehler von Neuer waren. Ja, was heißt Fehler? Also nicht Fehler unbedingt, aber es waren haltbare Tore. Fehler ist ja dann durch die. Ich hab gerade Ronaldo gelesen, weil es so geleckt hat. Also ich wäre jetzt nach Hause gegangen. Also ich hätte geheult, wenn du jetzt Ronaldo gezogen hättest. Ich auch. Ich habe heute einen Maicon gezogen und dann war es der Innenverteidiger aus Brasilien. Wolltest du gerade sagen, wegen Dings, wegen Neuer? Ja, wenn Neuer Bälle reinlässt, dann ist es nicht unbedingt, dass es ein Fehler ist. Es Fehler ist für mich bei dem Torwart, wenn er wirklich echt, was gestern, was das von gestern, das war ein Fehler. Aber okay,
haltbare Dinger muss jetzt ein neuer nicht unbedingt reinlassen. Dafür ist er schon echt eine Nummer zu groß. Ja, aber trotzdem, man darf ihn jetzt nicht so viel kritisieren. Umso mehr man kritisiert, umso nervöser wird der. Und jetzt bei nächster SCWM. Ich meine, wir haben einfach das Glück in Deutschland, dass wir einfach auf so einem hohen Niveau quasi über Torhüter jammern können, weil wir einfach eine riesen Auswahl haben. Ne? Das muss man auch einfach mal sagen. Ne? Guckt euch mal andere Länder an, die sind froh, dass überhaupt jemanden finden, der halbwegs einen Ball festhalten kann. Ne? Genau, England zum Beispiel. Ja. Da hat er recht, weil ich bin England-Supporter und Joe Hart ist da echt. Der ist Wahnsinn. Also, wie der gegen Dortmund gehalten hat. Schmus, hast du sicher gesehen in der Champions League? Ja, sicher. Man City gegen Dortmund. Mhm. Das, wie der da pariert, also was der für Bälle gehalten hat. Ich bin ausgerastet. Also ich kann es nicht glauben. Also. Aber auch Italien wird immer stärker. Balotelli trifft nur noch, kein Elfmeter verschossen. Ja, so ein ganz kleiner Geheimfavorit ist immer noch irgendwie, ich meine, die werden jetzt nicht Weltmeister werden oder was halt, ja. Aber ich glaube, die diesmal weit kommen können, ist Belgien. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, also ich verstehe nicht, wie die sich nicht qualifizieren konnten für die EM. Was die für Spieler haben, Hazard, Fellaini, Vertonghen, Kompany, Thibaut Courtois, Alter, das ist krank. Lukaku, ja, die Mannschaft, aber wenn du nicht zusammenspielen kannst, dann kannst du ein Team haben, wie du willst. Ja, Witzel, Dembélé, das sind alles, Inla. Felipe Santana. Der war Mann, das ist ein Teamspiel und wenn man gegeneinander spielt, dann ist es voll für den Arsch, kann man in der gleichen Tonne kloppen. Guck mal, hier zum besten Vergleich, ich habe mir mal die Zusammenfassung vom Türkei-Spiel angeguckt, ne? Die hatten Millionen Chancen, aber die waren nur egoistisch, weißt du? Wir sind am 16er gewesen. An? Ja, Zusammenfassung, ich wollte mal gucken, was sie gemacht haben. Weißt du, da stehen die ganze Zeit frei und so und dann schießen die einfach außerhalb des 16ers. Und dann spielt man unentschieden gegen Uruguay oder so, ich weiß aber nicht. Aber Uruguay ist aber Albanien hat stark. Das Wochenende alles gewonnen. Aber wisst ihr, Albanien hat zweimal gewonnen. Ja, also wir sind momentan auf dem zweiten Platz. Aber wisst ihr, wer richtig stark ist? Also so richtig, richtig Russland. 4 Spiele, 4 Siege, kein Gegentor. Und Portugal Holland ist aber ist in der Gruppe. Stark. Und die haben noch 2 Spiele weniger. Russland hat 4 Spiele und Portugal und die anderen haben alle schon 6. Und die haben noch kein Gegentor und keine Niederlage. Also Russland, die werden Erster durch. Ganz klar. Ja, weil hier Niederländer hat doch auch von 6 Spielen 6 Siege. So, ja, aber ich sag mal, Niederlande immer Weltklasse. Ja. Ihr müsst jetzt nochmal alle Daumen drücken. Das müssten jetzt eigentlich so 20 Stück sein, oder was? Mhm. Weil das ist das letzte Pack für diese Folge. Ja. Und Chamberlain. Ja. Und Chamberlain. Komm. Ox. Also. In vom Juris. Komm. Mit Ox. Messi wäre ich ja schon zufrieden. Ich muss ja nicht Ronaldo sein. Nee, Bar. Juris, komm. Bar. Dem Bar. Das ist ein 80er. 82. Oh, extra Call. Bah. Und Arsene Wenger. Bah. Aber Bah ist nichts wert, oder? Ein polnischer Torwart. Arsene Wenger, der ist was wert, den werde ich auch nicht abstoßen. Hat man sogar was für. Oh, ich habe gerade gedacht, du hast Mathieu Valbena gezogen wegen dem Marseille-Wappen, weil es bei mir geleckt hat. Alter, der ist 95.000 auf der Xbox Coins und PS3. Die nimmt man natürlich. Hm. 5-3-2 stoßen wir mal nicht ab. Muss ja nicht sein. Bei Juris wärst du durchgedreht, oder? Ja, ich trebe alles durch, was mehr als 100.000 wert ist. Nein, Quatsch. Also, so Juris und John, so der Unterschied dazwischen. Ich will nicht wissen, wie unsere Ohren weggeflogen werden. Ja. Ja, unglaublicher John. John! Könnte ja eventuell, falls sich jemand ein polnisches Silberteam baut, was wert sein. Thomas Kuschak, war das gerade? So. Ja, dann war es das leider für die erste Folge. Aber guck mal, wir haben ja noch 1050 Points. Hier kommt noch eine zweite Folge. Och nee. So ein Scheiß. Ja, wenn wir uns jetzt jeder einzeln verabschieden, dauert das zu lange. Deswegen habt ihr jetzt einfach 5 Sekunden durcheinander zu schreien. Viel Spaß, bis dann, euer Kampfschmuser. Viel zu lange. Hasta lange. Tschüss. Pimmel. Lange. Ja, Adolf.